Herzlich willkommen in meinem Live. Mein Name ist Becca und ich helfe Menschen vor allem dabei, erfolgreich abzunehmen. Ich bin selber Personal Trainer, ich bin Fitnesstrainer, Gesundheitstrainer. Ich war selber Leistungssportler für ein paar Jahre. Ich bin auf die Bühne gegangen, habe Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Mittlerweile bin ich Mama eines ein Jahr alten Sohnes, der ist jetzt 12 Monate. Und heute geht es ums Thema, wie du es nämlich oben schon in der Überschrift sehen kannst, ums Thema Abnehmen. Und ich möchte dir heute einfach so ein bisschen zeigen, auf welche Faktoren kommt es eigentlich darauf an, wenn ich erfolgreich mein Körperfett loswerden will. Und ich begrüße dich natürlich herzlich. Hallo Herr Juma ist dabei, Fode, DDR, KHZ, Marita ist dabei, der Größte, Michael. Herzlich willkommen, schön bist du dabei. Also, wir legen auch direkt schon los, denn wir werden das alles jetzt in eine gute halbe Stunde packen. Für dich einfach ganz wichtig, wenn du eine Frage hast, schreib sie unten in den Chat rein, weil das lernen gleich alle mit. Wenn du sagst, es gibt ein Thema, wo ich gerne privat sprechen möchte, hey, ich bin immer nur eine Nachricht entfernt, schick mir einfach eine Nachricht privat durch. Da findest du oben einen Link in meinem Profil. Da gibt es auch ein paar ganz coole Gratis-Extras, gerade zum Thema Ernährung. Genau, also wir fangen direkt an. Was ich dir gleich sagen kann, ist, ich bin nicht der übliche Fitness-Influencer, der dir sagt, du sollst einfach nur ein Kaloriendefizit haben, ein bisschen mehr Bewegung einbauen und dann wird es schon. Wenn es so einfach wäre, dann wäre jeder rank und schlank und keiner hätte Probleme mit dem Übergewicht oder mit Körperfett, wenn es tatsächlich so einfach wäre. Ganz klar, Kaloriendefizit ist ein Muss. Wir müssen mehr Kalorien verbrennen, als wir benötigen. Warum? Wir haben natürlich Fettdepots, Energiespeicher, ja, in Form von Fettpölzerchen, die wir natürlich loshaben wollen. Die werden wir natürlich nicht los, wenn wir nicht diese Kalorien dort anzapfen. Es gibt aber bestimmte Faktoren, die dafür sorgen, ob du diese Fette anzapfen kannst oder eben nicht. Und genau über die sprechen wir heute. Und der erste Faktor ist natürlich das Thema Schlaf. So, und ganz viele wissen immer nicht, dass der wichtige, gute, lange, erholsame Schlaf dafür notwendig ist, erfolgreich abzunehmen. Ja, schreib mal eine 1 rein, wenn du das wusstest, in den Chat unten. Und wenn du sagst, hey, das ist mir komplett neu, dass mein Schlaf wichtig ist, um Fett zu verbrennen, schreib mir mal eine 5 in den Chat rein. Einfach, damit ich mal weiß, wo stehst du gerade. Sagst du, hey, das wusste ich schon, alter Schinken, super, Andi hat es schon gewusst. Oder ob du sagst, hey, nee, ist mir tatsächlich neu, dann darfst du eine 5 reinschreiben. Also hier, Besser Leben Coach, Dankeschön, auch mit dabei. Wow, okay, also, es ist natürlich schon so, dass der Schlaf essentiell ist. Weil der einfach ganz viele verschiedene Prozesse natürlich, auf ganz viele verschiedene Prozesse natürlich auch Einfluss hat. Das ist einmal deine Hormonbalance, das ist natürlich der Heißhunger zum Beispiel auch. Hormonbalance deswegen so wichtig, du hast zwei Hormone, die ganz, ganz wichtig sind, wenn du für Körperfett verbrennen willst. Das erste ist Ghrelin, das ist dein Hungerhormon, das zweite ist Leptin, das ist dein Sättigungshormon. Je mehr Ghrelin du ausschüttest, umso mehr Hunger hast du, je weniger Leptin du hast, umso weniger wirst du satt. Das heißt, du bist den ganzen Tag gefühlt eigentlich am Essen, wirst nie satt. Das ist natürlich ein Thema, wo definitiv deine Hormone nicht im Balance sind. Wenn du jetzt aber schlecht schläfst, dann ist es so, dass das Ghrelin vermehrt produziert wird und Leptin wird verringert. Das heißt, wir haben genau das Thema, was wir nicht haben wollen. Gefühlt willst du den ganzen Tag nur essen. Ja? Das heißt, bring dort deine Hormone in Balance. Was auch ganz viele nicht wissen, ist, dass ca. 80% einer Fettverbrennung in der Nacht stattfindet. In der Tiefschlafphase werden nämlich die Hormone gebildet, die dein Körper benötigt, um überhaupt in die Fettverbrennung zu kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel nachts aufwachst, ja, dann ist es schon kein gesunder Schlaf. Ein gesunder Schlaf sieht aus, du schläfst 7 bis 8 Stunden durch, ohne dass du aufwachst, ohne dass du auf die Toilette rennst, ohne dass du zum Kühlschrank gehst. Du stehst morgens auf, bist erholt, fit und startest mit voller Power in den Alltag. Wenn es nicht der Fall ist, dann solltest du definitiv gucken, wie es mit deinem Schlaf aussieht. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie du deinen Schlaf optimieren kannst. Das heißt einmal über die Ernährung, das heißt über mehr Bewegung einbauen. Es gibt auch bestimmte Supplements, die man nutzen kann. Magnesium ist meistens ein ganz großer Mangelfaktor. Magnesium brauchst du, um überhaupt Melatonin zu produzieren. Aminosäuren sind meistens Mangelware. Du kannst zum Beispiel aber auch exogene Ketone einsetzen, um die Tiefschlafphase zu verlängern. Also es gibt schon ganz unterschiedliche Supplements, die man da auch wirklich nutzen kann, um einfach den Körper ein bisschen zu unterstützen. Ja? Also das Thema Schlaf, ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um die Fettverbrennung geht. Der nächste Faktor, über den wir sprechen, ist natürlich das Thema Bewegung. Unsere Körper sind nicht dafür gemacht von der Natur, um den ganzen Tag hier in diesem Stuhl sitzen zu bleiben. Ja, was machen wir meistens? Also es ist ja leider Gottes so, dass viel mehr Berufe immer ins Sitzen gehen. Das heißt, wir stehen morgens auf, setzen uns erstmal an den Frühstückstisch,
nehmen dort unsere Mahlzeit zu uns, dann setzen wir uns ins Auto oder in den Zug oder in den Bus, um zur Arbeit zu fahren, ja, um dann dort 8 Stunden am Tag rumzusitzen, am PC am besten noch, ja, in dieser Haltung. Und was machen wir dann? Richtig, wir gehen nach Hause und setzen dann uns wieder in den Zug, in den Bus, in die Bahn, ins Auto, um dann zu Hause zu sagen, hey, scheiße, ich bin müde, ich habe keinen Bock mehr, ich setze mich jetzt aufs Sofa, esse noch eine Kleinigkeit, um mich dann später ins Bett zu legen. So, das ist natürlich jetzt der Worst Case. Ich weiß nicht, wie viele da draußen es tatsächlich so geht, aber unsere Körper benötigen Bewegung. Das heißt, um Kalorien zu verbrennen, du brauchst Bewegung, um deinen Darm richtig funktionieren zu lassen. Ja, wenn du Verdauungsprobleme hast, da liegt meistens eine Bewegungsmangel dahinter. Ja? Der Darm braucht Bewegung, um richtig verdauen zu können. Dann auch dein Immunsystem braucht Bewegung, dein Stoffwechsel benötigt Bewegung. Ja? Also Bewegung hilft definitiv. Die coolste Sache, die du machen kannst im Bereich Bewegung, wenn du wirklich abnehmen willst und du möchtest dein Immunsystem stärken, du möchtest schneller in die Fettverbrennung kommen, ist natürlich das Thema Krafttraining. Ja, je bessere Muskulatur du hast und je mehr Muskeln du hast, erstens mal sieht es besser aus und zweitens, und keine Sorge Mädels, so schnell kriegt man nicht so viel Muskeln, dass man dann irgendwie aussieht wie so ein halber Kerl. Da musst du dir dann schon das Testo einspritzen. Ja, also da bitte keine Angst haben. Bewegung ist einfach essentiell. Mach das, was dir Spaß macht. Ganz wichtiger Faktor, ja. Es bringt nichts, wenn du dich irgendwo hin zwingst, was dann nachher wieder Stress produziert, sondern es soll ja wirklich auch Spaß machen. Oft ist es aber so, dass wir natürlich am Anfang eine Überwindung brauchen. Wir fühlen uns ein bisschen müde, wir fühlen uns schlapp. Aus diesem Loch müssen wir natürlich erstmal rauskommen. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich natürlich motivierst. Ein cooles Tool, was du einsetzen kannst, sind definitiv Ketone. Die sind nämlich ein Energieträger, das heißt, die trinkst du innerhalb von einer Stunde, bist du Vollgas on Power. Ich nutze die vor meinem Training und hast dementsprechend gute Laune, gute Energie. Das ist wirklich eine coole Sache. Eine Sache, die ich dir auch empfehlen kann, da kommen wir auch nachher beim Thema Ernährung nochmal drauf zurück, ist einfach sehr cool, freut mich. Besser Leben Coach spricht gerade drüber. Ich bin stolz auf meine Muckis. Schon nach 3 Monaten spürt sie dort eine Veränderung. Also wirklich auch dort in Shape kommen. Ja, nach dem Sommer ist immer vor dem Sommer. Das heißt, auch ich bin jetzt dabei, im Winter wieder Vollgas zu geben, damit ich endlich wieder in meinen Shape komme wie vor der Geburt. Ich bin zufrieden, aber ich bin definitiv zu dünn. Ja, auch ich habe viel Muskeln verloren. Und je älter wir werden, umso mehr verschwindet davon einfach. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dort Bewegung einzubauen. Du kannst mir ja mal unten in den Chat reinschreiben, was ist denn so deine Lieblingssportart? Ja, gucken wir mal, was da so alles zusammenkommt. Ich habe schon alles gehabt. Nach dem Thema Bewegung ist natürlich der Faktor Stress ganz wichtig. Ich habe schon so ein bisschen über den Stress geredet, über ein bisschen drüber erzählt. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich ein Faktor ist, den wir in der heutigen Zeit enorm durch den wir enorm belastet werden. Ja, wir haben psychischen Stress, wir haben also mentalen Stress durch die Arbeit, durch dieses vollgepumpte Leben mit digitalen Sachen hier, da, über Social Media, über der Leistungsdruck, ja, der steigt natürlich enorm. Dann haben wir natürlich aber auch ganz andere Stressquellen, wo viele immer gar nicht wissen, dass es tatsächlich Stress produziert. Und für dich ist einfach ganz wichtig zu wissen, Stress blockiert deine Fettverbrennung. Ja, wenn du gestresst bist, dann kannst du kein Fett verbrennen, weil nämlich Cortisol freigesetzt ist und Cortisol ist ein Fettverbrennungsblocker. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal festzustellen, welche Stressquellen habe ich denn? Welche Stressquelle kann ich denn vielleicht minimieren oder reduzieren? Und wie kann ich vor allem Stress abbauen? Ja, Stressquellen sind dann zum Beispiel auch zu wenig Bewegung. Das stresst deinen Körper enorm, wenn er nicht in die Bewegung kommt. Schlechter Schlaf ist ein purer Stressfaktor. Ja, auch da produziert dein Körper wieder Cortisol. Das ist einer der Gründe, warum du nachts aufwachst. Ja, Entschuldigung. Dann haben wir noch als Stressquelle falsche und schlechte Ernährung. Du glaubst gar nicht, was du deinem Körper antust, wenn du immer nur Bullshit isst. Ja, wir kommen gleich noch auf das Thema Ernährung zurück, aber Stress ist ein ganz, ganz krasser Faktor, wenn es um das Thema Fettverbrennung geht. Also solltest du definitiv darauf achten, Stress abzubauen. Wie können wir das machen? Erstens, optimiere deine Ernährung. Zweitens, baue Bewegung in den Alltag ein. Das Einfachste, was du machen kannst, um Cortisol aktiv abzubauen, ist spazieren gehen. Ich weiß, das klingt total banal und auch langweilig, aber frische Luft an der Natur, am besten durch den Wald, oder über die Wiesen von mir aus, wenn du keinen Wald in der Nähe hast.
draußen in der frischen Luft, an der Natur spazieren gehen. Am besten noch vielleicht nach der Mahlzeit, dann hast du nämlich den Vorteil, stabilisierst auch gleich noch den Blutzuckerspiegel. Ich komme gleich darauf zurück, warum das so wichtig ist. Ja, dementsprechend kommt der Körper leichter in die Fettverbrennung. Mach das doch am besten zum Beispiel am Mittagessen, da kannst du nämlich auch gleich ein bisschen Bewegung einbauen. Heißt, du schnappst dir deine Kollegin, deinen Kollegen, sagst, hey komm, jetzt haben wir gerade Mittag gegessen, jetzt lass uns noch schnell 10 Minuten ein bisschen draußen an der frischen Luft laufen. Das heißt, nicht draußen hinsitzen und hier eine Zigarette rauchen, sondern wirklich laufen. Handy weg, ganz wichtig. Handy-Detox, ja, leg dieses blöde Ding einfach mal weg. Okay? Einhorn-Senni schreibt gerade, ich arbeite in der Gastro, laufe da so viel, liegt es vielleicht daran, dass ich nicht zunehme. Bei dir ist es tatsächlich so, wenn du natürlich in der Gastro arbeitest, ich habe das selber jahrelang gemacht, ich kenne das Thema, dass du natürlich dort extrem unter Stress leidest. Ja, gerade in der Gastro, man muss schnell arbeiten, hin und her rennen. Das ist natürlich ein körperlicher Stress, ja. Auch zum Beispiel exzessives Training. Wenn du nach der Arbeit, wenn du eh schon fix und fertig bist, ins Fitnessstudio gehst und so hart trainierst, dass du im Prinzip eigentlich danach tot ins Bett fällst, dann ist es eine pure Stressquelle. Ist nicht unbedingt förderlich, wenn du in die Fettverbrennung kommen willst. Ja? Dementsprechend kann es natürlich einer der Faktoren sein, Sani. Allerdings liegen dort meistens auch wieder mehrere Faktoren zusammen. Also es liegt meistens nie nur an einer Sache, also nur weil ich Stress habe, sondern Stress gepaart in Verbindung mit zu viel, bei dir vielleicht zu viel Bewegung, aber zu wenig Bewegung, gepaart mit schlechtem Schlaf, gepaart mit, was haben wir noch gehabt, schlechten Schlaf, Bewegung, Stress und so weiter. Ja, es sind meistens mehrere Faktoren, die da wirklich zusammenhängen. Und es ist aber auch Fakt, dass du auf all diese Faktoren einen positiven Einfluss hast. Weil du kannst ja am Tag steuern, wie viel Bewegung hast du. Du kannst steuern, wie ernähre ich mich. Du kannst steuern, wie gut schlafe ich. Ja? Das sind Sachen, die kannst du aktiv beeinflussen. Und je mehr diese Faktoren auch nachher in die Balance kommen, umso besser purzeln nachher auch die Kilos. Ja? Und da kommen wir nämlich dann auch schon zum letzten Thema. Also ich glaube, Stress, es ist so, wenn du sagst, hey Becker, ich brauche da ein paar Gratis-Tipps. Zu welchem Thema auch immer, sei es zum Schlaf, zum Stress, zur Ernährung. Schick mir oben über den Link in meinem Profil eine Nachricht und sag Becker, hey, ich habe extrem viel Stress. Gib mir doch mal ein paar Tipps, was ich machen kann. Dann kriegst du von mir ein paar Gratis-Tipps. Das ist überhaupt kein Problem. Zum Schlaf, zum Stress, zum Stoffwechsel und so weiter. Aber du musst mir natürlich schon eine kurze Nachricht schicken. Kommen wir mal zum Thema Ernährung. Das ist natürlich der größte Part. Hier haben wir natürlich einen Faktor, auf den haben wir einen riesen Einfluss. Da können wir natürlich auch ganz viel falsch machen, da können wir aber auch ganz viel richtig machen. Und im Gegensatz zu dem, was viele andere sagen, hey, du brauchst nur ein Kaloriendefizit und dann reicht es schon. Nein. Wichtig ist vor allem, welche Kalorien füllst du rein. Alles, was du isst, was du zu dir nimmst, hat eine Auswirkung auf deinen Körper. Leider Gottes leben wir in einer Zeit, in der einfach Produkte oder unsere Lebensmittel einfach hochverarbeitet sind. Alles, was du nicht frisch kaufst und selber zubereitet musst, sind verarbeitete Lebensmittel. Da sind Konservierungsstoffe drin. Da sind Aromastoffe drin. Zuckeraustauschstoffe, Süßstoffe drin. Da ist Zucker drin. Da ist, hey, so viel Müll, mit dem du deinen Körper belastest. Das ist eine Belastungsquelle für deinen Körper. Das ist purer Stress. Ja, sprich, circa 85% von dem, was du im Supermarkt kaufen kannst, ist einfach größter Bullshit. Was jetzt nicht bedeutet, dass nicht auch ich mal solche Sachen esse. Hallo, es geht nicht darum, dass du auf alles verzichten sollst, aber du sollst mal ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Lebensmittel du tatsächlich in deinen Körper hineinlässt. Und gerade über die Ernährung können wir einfach so, so, so viel steuern. Und es ist auch einer der größten Ursachen, warum wir eben mit zu viel Kilos zu kämpfen haben. Weil wir zu viel Zucker essen, weil wir zu viele Transfette essen. Das fördert übrigens hochgradig Entzündungen. Deine Margarine, dein Rapsöl, dein Sonnenblumenöl, deine panierten Sachen, deine frittierten Sachen, ja. Das sind alles Sachen, die wirklich hochgradig entzündungsfördernd sind. Das ist nicht gut für deine Gesundheit, ja. Dann haben wir natürlich die, boah, also wenn wir mal durchgehen, wenn wir mal durch den Supermarkt reinlaufen, klar, vorne haben wir das Gemüse, auch da sind natürlich oft von pestizidverseuchte, ja, Sachen drin. Ich kaufe halt zum Beispiel mein Gemüse tatsächlich bio, weil klar, das Zeug ist ein bisschen teurer, aber ich spare natürlich an anderen Stellen ein, weil ich kaufe mir halt dann weniger Bullshit-Sachen, ja. Was soll man tun, Sascha? Das Live am besten nochmal von vorne anschauen, weil ich natürlich schon ganz, ganz viele tolle Tipps gegeben habe. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Also, gerade zum Thema Ernährung ist es so, was kann ich tun? Mehr Proteine einbauen.
Eiweiß ist einfach der Bestandteil überhaupt in deinem Körper. Alles in deinem Körper besteht aus Proteinen. Egal, ob es die Zelle ist, ob es der Muskel ist, ob es deine Hormone ist, alles besteht aus Aminosäuren. Ja, das ist der Bestandteil. Wenn du also jetzt nicht genügend Proteine nachführst, dann kommt dein Körper natürlich in einen gewissen Mangel rein. Wenn dieser Mangel, das merkst du am Anfang gar nicht, ja? Dieser Mangel, meistens ist der Körper ist sehr schlau und sehr intelligent und der kann sehr viele Dinge ausbalancieren. Der nimmt sich dann halt einfach an anderen Stellen gewisse Dinge, ja? Aber wenn du das natürlich über Monate, Jahre hinweg so machst, und in diesem Mangel drin bist, dann kommt irgendwann kommt die Quittung. Und ich erfahre zum Beispiel ganz oft in meinen Coachings, hey, ja, also ich habe irgendwo da die Kilos, aber mein Mann kann gefühlt alles essen und er ist immer noch schlank. Nur weil du alles essen kannst und vielleicht noch keine Folgen siehst, heißt es nicht, dass du dich gesund ernährst. Und ich kann dir sagen, ich habe das persönlich so erlebt. Ich war noch nie richtig übergewichtig, aber ich war skinny fett. Für diejenigen, die nicht wissen, was skinny fett ist, du bist sehr schlank, kannst gefühlt alles essen, hast trotzdem dieses kleine Bäuchlein. So ein ganz kleines Bäuchlein, das sich auch nicht verstecken lässt. Ja? Das ist ein Anzeichen dafür, dass etwas in deinem Körper nicht richtig läuft. Ja? Und ich habe die Quittung bekommen. Ich habe nämlich irgendwann eine Glutenunverträglichkeit gehabt. Das heißt, ich konnte keine Weizenprodukte mehr essen. Warum? Ich habe gefühlt fast jeden Tag Nudeln gegessen. Warum? Weil sie einfach sehr gut schmecken. Ja? Ich gehöre auch dazu. Ich liebe Nudeln. Oder dieser Blähbauch. Ja, ich habe ganz viel unter Blähbauch leiden können. Ich habe aber auch zum Beispiel auch nicht schlafen können. Ich habe nachts nie durchgeschlafen, Freundchen. Ja, das heißt, meine Lieben, auch ich habe das tatsächlich an meinem Körper spüren dürfen. Aber wenn du natürlich irgendwann mal mit der Materie beschäftigst und merkst, hey, okay, so ein Blähbauch ist nicht normal. Auch wenn ich schlank bin und ich kann nachts nicht schlafen, es ist ein Anzeichen dafür, dass etwas in deinem Körper nicht richtig läuft. Ja, es gibt so viele Symptome und Anzeichen von deinem Körper, die er dir immer wieder gibt, wo wir oft einfach überhören oder übersehen, aber langfristig einfach dann zu Dingen führen, wo wir dann sagen, hey Scheiße, jetzt habe ich eine Insulinresistenz, ja, die kommt nicht von ungefähr. Meine Schilddrüse funktioniert nicht mehr so richtig gut. Meine Verdauungsprobleme, meine unreine Haut. Leute, das hat eine Ursache, warum das so ist. Ja, und daran können wir natürlich arbeiten und wir haben natürlich über die Ernährung einen riesengroßen Faktor. Mehr Proteine einbauen, vor allem auch, was ich auch zum Beispiel ganz oft sehe, ist, was meine Kunden mir sagen, gerade bei der Anamnese, also beim Erstgespräch so, ja, ich habe meine Fette reduziert, ich versuche auf Fette zu verzichten. Nein, bitte nicht. Fette sind wichtig, wichtig, wichtig für den Körper. Sie sind wichtig für dein Gehirn, damit du dich konzentrieren kannst, damit du dich gut erinnern kannst, damit du nicht vergesslich wirst. Fette sind wichtig, um überhaupt in die Fettverbrennung zu kommen. Aber du musst natürlich auf die richtigen Fette zurückgreifen. Ja? Das heißt hier vor allem, im Prinzip brauchst du nur zwei Öle in deinem Haushalt. Olivenöl und zum Beispiel auch Kokosöl. Kokosöl zum Anbraten, Olivenöl für lauwarme oder kalte Speisen. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ja, klar, die Weidebutter, auch ein gutes Fett. Ja, du kannst auch Ghee nutzen, das ist Butterschmalz quasi. Ja, ansonsten, mehr Fette braucht es nicht. Wenn du jetzt aber zum Beispiel mal so Fertigprodukte im Supermarkt anschaust und du drehst die mal um, auch bei Kindernahrung zum Beispiel, da ist immer Sonnenblumen oder Rapsöl drin. Warum? Weil es sehr billig ist. Ja, auch ist es so, dass oft Olivenöl gepanscht ist. Da muss man auch wirklich gucken, dass man hochwertiges Olivenöl nimmt. Weil so viel Olivenöl, wie im Supermarkt steht, so viele Bäume gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, das Zeug wird gepanscht meistens mit Rapsöl. Ja, Thema ist einfach, es fördert Entzündungen im Körper, es ist sehr ungesund. Also Fertigprodukte haben dort einfach wieder sehr, sehr ungesunde Zusatzstoffe drin, ja, die wir einfach nicht brauchen. Fang an, frisch zu kochen. Und wenn du mir jetzt sagst, Becker, ich habe gar keine Zeit zum Kochen, ist Bullshit. Ich habe eine Zeit gehabt, in der, ich bin ja mittlerweile selbstständig, aber früher habe ich auch angestellt gearbeitet, meine 8 bis 9 Stunden pro Tag. Ich war zu der Zeit aber gleichzeitig auch noch Leistungssportler, das heißt, ich habe 2-mal am Tag trainieren müssen, ich habe meine Mahlzeiten abwiegen und vorbereiten müssen. Warum? Weil ich eben auf Wettkämpfe gegangen bin und es ist auch gegangen. Ich bin morgens vor der Arbeit ins Training gegangen, habe mein Cardio gemacht. Dann bin ich in die Arbeit, bin ich nach Hause gegangen, habe mein Mittagessen zubereitet, bin in die Arbeit gefahren. In der Mittagspause habe ich meine Krafteinheit eingemacht, also habe ich mein Krafttraining gemacht.
Danach habe ich schnell was gegessen, bin wieder zum Arbeiten gegangen. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich natürlich erholt vom Tag, habe aber dann an mein Abendessen gekocht, ja, und vorbereitet für den nächsten Tag. Im Prinzip ist es einfach wichtig, wo liegt deine Priorität. Und wenn du eine gesunde Ernährung einbauen willst, und das geht auch zum Beispiel als Schichtarbeiter oder wenn du LKW-Fahrer bist, ich habe ja ganz viele solche Kunden, die sagen, Becker, ich sitze den ganzen Tag im LKW. Wenn ich essen gehe, dann esse ich irgendwo draußen im Restaurant, an der Tankstelle oder wie auch immer. Oder gehe als jetzt zum Bäcker nebenan. Ja, hole mir dort ein belegtes Brötchen. Ja, das hat natürlich nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Ja, und da ist es einfach wichtig, gesunde Gewohnheiten einzubauen. Und dann brauchen wir mehr Lohn. Warum brauchst du mehr Lohn? Also, du brauchst nicht mehr Lohn, nur um dich gesund ernähren zu können. Kommt mal von diesem Gedanken weg. Ungesunde Ernährung ist so viel teurer. Weil dann haust du da eine Schoki rein, dann gehst du zum Bäcker. Was kostet beim Bäcker ein belegtes Brötchen? Ganz ehrlich, gut, okay, ich wohne in der Schweiz, aber selbst in Deutschland sind ja die Lebensmittel wirklich enorm nach oben gegangen. Und wenn ich einfach überlege, was ich zum Beispiel für ein Brötchen mit einem Wurstaufstrich, ekligen Mayonnaise drauf bezahle, davon kann ich mir dann eigentlich schon wieder das Gemüse für 2, 3 Tage kaufen. Ja? Meal Prep machen. Wenn ich viel Eiweiß einbaue, dann habe ich weniger Hunger, weniger Heißhunger. Wenn ich weniger Heißhunger habe, dann greife ich nicht zu Süßigkeiten oder zu solchen Sachen. Ja? Im Prinzip ist es einfach, gesunde Gewohnheiten in den Tag etablieren. So rum. Und viele fühlen sich natürlich da überfordert bei dem Gedanke, aber im Prinzip ist es relativ einfach. Mach nicht heute einfach alles auf einmal. Fang nicht an, heute auf Zucker zu ver. Ach komm, meine Früchte, Gemüse und gutes Fleisch, alles so teuer, aber du hast wohl keine Ahnung wie. Also, erstens mal finde ich, ist es ganz wichtig, hier bei einem höflichen Ton zu bleiben, mein Lieber, weil ich greife dich ja auch nicht an. Ich habe sehr wohl eine Ahnung. Ich wohne in der Schweiz. Hier kosten die Lebensmittel noch viel, viel mehr als in Deutschland. Ja, also das heißt, meine Lebensmittel kosten definitiv mehr. Ich weiß, wie das ist, kein Geld zu haben. Ich war selber mal Hartz-IV-Empfänger. Ja, ich weiß ganz genau, was es bedeutet, nicht viel Geld zu haben. Aber nicht viel Geld zu haben bedeutet deswegen nicht, dass ich mich ungesund ernähren muss. Ich weiß, dass es definitiv so ist, dass, und das finde ich traurig, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du zum Beispiel zu McDonald's gehst und dir einen Burger holst und so weiter, natürlich günstiger ist, als mir jetzt zu Hause zum Beispiel ein hochwertiges Fleisch zu kaufen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, also jeden Tag Fleisch zu essen, ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht die gesündeste Variante. Musst du auch nicht. Reduzier das doch auf 2 bis maximal 3 Mal in der Woche und kauf dir dafür ein richtig hochwertiges Fleisch. Ich kaufe mittlerweile nur noch Biofleisch. Warum? Klar, okay, ich habe meinen Sohn im Hintergrund und ich weiß, es ist wahnsinnig teuer. Ich finde es krass, was Biofleisch kostet. Aber wenn ich halt einfach im Hintergedanken habe, dass es meiner Gesundheit gut tut und ich gönne es mir nicht so oft und dafür ist es mich für mich was Besonderes, dann zahle ich gern mal ein bisschen mehr und esse es aber dafür seltener. Und ich kann ja Eiweiß auch über viele andere Dinge zum Beispiel steuern. Ich kann ja zum Beispiel Hülsenfrüchte essen, die sind übrigens nicht teuer. Ja, Kichererbsen, Linsen, Bohnen. Wenn so eine Packung Linsen, die ist nicht teuer, die kann ich aufkochen und kann sie über 2, 3 Tage zum Beispiel mit in den Salat reinmachen. Du kannst sie mit ins Gemüse reinmachen. Du kannst zum Beispiel Quinoa essen, eine Quinoa Bowl im Sommer. Quinoa abkochen, machst dort vielleicht ein bisschen Thunfisch rein, machst einen Feta rein, ist auch wieder eine Eiweißquelle, oder machst einen Mozzarella rein, oder wie auch immer. Da ist zum Beispiel, das ist eine hochwertige Eiweißquelle in deiner Ernährung, die du einbauen kannst. Also es gibt schon viele Tipps, wie man machen kann. Wichtig ist natürlich ganz klar, ich bin voll bei dir. Wenn ich das nicht weiß, kann ich es natürlich auch nicht umsetzen. Und man muss auch nicht alles können und alles wissen. Dafür gibt es natürlich dann so Menschen. Da gebe ich aber zum Beispiel auf meinem Account immer wieder auch mal Tipps. Ja, ich habe erst heute ein Video gedreht, wie kannst du zum Beispiel Proteine besser einbauen. Oben in meinem Link findest du einen gratis Protein-Guide mit Rezepten zum Beispiel, wie du Proteine besser in deine Ernährung einbauen kannst. Also es gibt schon Sachen, die man da wirklich besser machen kann. Sollte man Gemüse, Früchte auf Bio verzichten, das wäre günstiger. Das ist natürlich schon so. Also mir ist es lieber, du kaufst dann kein Bio und nimmst wenigstens mal Gemüse und baust mehr Gemüse ein, weil du hast hier den Vorteil, Gemüse hat Ballaststoffe. Ballaststoffe halten dich lange satt. Ballaststoffe sind ganz wichtig für deine Darmfunktion, dass deine Darmbakterien in Gang sind. Wenn dein Darm richtig funktioniert, funktioniert auch nachher dein Stoffwechsel wieder besser. Also lieber baust du mir dann so einfach das Gemüse ein, als dass du dann Bio nimmst.
wenn du die Möglichkeit hast, dann natürlich Bioprodukte verwenden. Aber wenn es nicht möglich ist, dann auf jeden Fall Sachen selber kochen. Hol dir den frischen Salat, nimm den nicht abgepackt oder mit dem fertigen Dressing. Das fertige Dressing hat wieder Zucker drin. Mach einfach Olivenöl und Apfelessig ran oder Zitrone. Zitronensaft ist das Beste, was du machen kannst für deinen Salat. Ein paar Gewürze, nimm einen Schuss Senf zum Beispiel. Macht das geilste Salatdressing ohne Zucker. Beim Senf musst du allerdings darauf achten. Hier gibt es Senfsorten mit Zucker und welche ohne Zucker. Also man muss einfach lernen, die Produkte wirklich umzudrehen, zu lesen, was ist da drin. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, mein Lieber, du brauchst ein paar praktische Tipps, ja, du hättest gerne mal deine Ernährung, du würdest es gerne mal zusammen anschauen, wo du da was optimieren kannst, dann kannst du mir super gerne deine aktuelle Ernährung mal per WhatsApp schicken. Ja, über den Link oben. Und dann schaue ich mir das gerne an und gebe dir gerne ein paar praktische Tipps, weil sonst wird es jetzt hier zu weit laufen. Also du siehst, über Ernährung kann ich könnte stundenlang über das Thema sprechen, aber ich will euch da draußen nicht überfordern. Die Essenz des Ganzen ist natürlich, wenn ich erfolgreich Bauchfett loswerden will, dann sollte ich definitiv meine Ernährung überdenken. Die ist meistens einer der größten Faktoren dafür, dass ich Übergewicht habe, dass ich Fettdepots habe. Und das ist natürlich auch einer der größten Hebel, die ich habe, um dieses Fett wieder loszuwerden. Und viele Erkrankungen, die wir haben, sei es Diabetes, sei es Stoffwechselerkrankungen und so weiter und so fort, kommen tatsächlich aus der ungesunden Ernährung. Gepaart mit Stress, zu wenig Schlaf und so weiter. Aber die Ernährung nimmt natürlich einen Riesenfaktor ein. Ja, und ich versuche dir wirklich zu helfen, wenn du eine Frage dazu hast, super gerne jederzeit mir eine Nachricht durchschicken. Du kannst es live auch an Menschen schicken, die sagen, hey, schau mal das live an, vielleicht hast du dort den einen oder anderen Tipp drin. Ja, super, super gerne. Für diejenigen, die sagen, Becker, ich hätte gerne Anleitung, wie kann ich erfolgreich abnehmen? Und du willst wissen, was ich eigentlich so die letzten über 10 Jahre, ich mache das Ganze schon über 10 Jahre, was ich in dieser Zeit an Erfahrungen und Wissen gesammelt habe, dann hast du die Möglichkeit für gerade mal 30 € dir einen kompletten Guide oben runterzuladen. Das ist mein Bauchfit-Burner-Guide. Nimm den da oben, lade ihn dir runter. Du hast eine komplette Anleitung drin mit Rezepten und so weiter, wie du die Dinge umsetzen kannst, wie du Stress minimieren kannst, wie du deinen Schlaf optimieren kannst und so weiter. Wenn du die Punkte befolgst und du gehst die Step by Steps durch, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Ja, es gibt Sachen, mit denen kann man das Ganze noch boosten. Ich werde am Donnerstag um 11 Uhr nochmal live kommen mit dem Thema exogene Ketone. Wer mich nämlich kennt, weiß, dass ich seit 6 Jahren bei mir selber Ketonkörper einsetze und bei 5 Jahren, seit 5 Jahren bei meinen Kunden. Sehr erfolgreich tatsächlich, weil die dich gerade beim Abnehmen enorm unterstützen können. Und wenn du sagst, hey, das klingt irgendwie ganz spannend, am besten am Donnerstag um 11 Uhr mit dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Namen da unten wiedererkennen kann. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin immer nur eine Nachricht entfernt. Hier ist das Handy, da kommt deine Nachricht an. Und wenn ich dir helfen kann, super, super gerne. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu vollgebombt mit Informationen. Ich weiß, ich bin manchmal wie so ein deutsches Maschinengewehr. Ich ratter dann so die Punkte runter. Aber ich versuche natürlich auch immer sehr viel Informationen in kurzer Zeit zu vermitteln. Und ansonsten findest du natürlich auf meinen Accounts, egal ob Instagram oder YouTube oder TikTok, natürlich auch viele Videos mit praktischen Tipps für den Alltag. Gerade alles ums Thema Bauchfett. Und vielleicht ist da auch der ein oder andere Tipp dabei, von dem du profitieren kannst. Vielen lieben Dank dir auch, Kurde, der alles weiß, für die tollen Kommentare, dass du so aktiv mitgemacht hast. Da haben auch sehr viele andere davon profitiert. Vielen Dank für die Zeit, die du mir geschenkt hast, für dein Gehör. Und vielleicht sehen wir uns ganz bald wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Und bin am Salatrüsten. Ha, sehr geil. Ja, im Sommer ist es natürlich auch leichter. Mit der Wärme haben wir oft auch nicht so großen Hunger wie natürlich im Winter. Das ist schon so, Salat geht immer. Was ich zum Beispiel im Sommer sehr gerne esse, als kleiner Tipp, ist zum Beispiel eine Bowl am Mittag. Geht ultra easy als Meal Prep, das kannst du dir am Morgen zubereiten. Und zwar hole ich mir immer es gibt diese Reisbeutel, die kennt ihr wahrscheinlich von Uncle Ben's oder ich hole meine zum Beispiel beim DM. Da kosten die nämlich nicht viel und sind bio. Und zwar sind es so Reisportionen, die man in der Mikrowelle kurz erhitzen kann. Da nehme ich mir so einen Beutel. Und ich nehme tatsächlich pro Portion nur die Hälfte, also einen halben Beutel, mache den rein, dann schneide ich mir Avocado, Tomate, Gurke. Meistens mache ich mir noch eine Proteinquelle in Form von Feta und Kichererbsen rein oder Edamame zum Beispiel. Das kannst du am Morgen innerhalb von 5 Minuten zubereiten, schnippelst dir alles rein, machst in eine Tupper-Schüssel und ich nehme dann zum Beispiel, viele nehmen Sojasauce.
Ich nehme tatsächlich Sojasauce, die nicht aus Sojabohnen gemacht ist, sondern aus Kokosnuss. Die gibt es übrigens beim Amazon. Sehr geile Coco Amino heißt die. Und da machst du einen Schuss drüber oder kannst auch ein Salatdressing drüber machen, nimmst du eine Tupper-Schüssel mit, hast ein richtig geiles Mittagessen mit vielen Nährstoffen, mit Ballaststoffen, auch ein paar Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nicht schlecht, ja. Man sollte nur die Wahl der Kohlenhydrate überdenken und auch die Menge. Und richtig geiles Mittagessen für diejenigen, die zum Beispiel im LKW unterwegs sind, die vielleicht Schichtarbeiter sind, die eine schnelle Mahlzeit brauchen. Und im Sommer schmeckt es richtig geil. Und soll ich dir sagen, wo ich dieses Rezept her habe? Aus Mexiko. In Mexiko habe ich das, glaube ich, jeden Tag gegessen. Da ist es irgendwie so gang und gäbe. Also, cooles Rezept zum Beispiel für den Sommer. Ja, also, fühlt euch gedrückt. Ich hoffe, dir hat das Live ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüssi!